Oh. Bitte folge mir. Ach, wie cool. Ich finde das Versteck von Hurensohn. Aha, aha, aha. Ah! Verdammt. Ja, ich elegant wie immer runtergegangen. Einen Moment. So. Okay. Hä? Ach so, ja klar. Die Typen, die wir eben gerade noch erledigt haben. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Was? Was? Aha. Eine Schwitzhütte oder was? Hat er schon wieder ein Schwein geschlachtet, dieser Bart? Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, oh. Hilfe! Bart, machen Sie die Familie platt! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Ach, Mensch! Oh. Wo hast du den Troll her? Aus Serikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen einen Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's todernst. Bart, sieh in Buckelpferde. Heiß da. Sigi Bart mitnehmen. Sigi gut. Doch. Ich weiß nicht warum, ich finde die Trolle immer so übelst putzig. Du müsstest dich einfach knuddeln. Liegt wahrscheinlich daran, wie die reden. Ich weiß es nicht. Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Was? Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bart bewachen, dann machen Bums, zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Ja. Oh Mann, wir machen Bums. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. Drei Truhen nilfgaardische Floreen, eine Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatsch. Alles weg. Oh je. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Ja, ne? Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den Scheißnamen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch.
Bums. Loch. Explosion. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Lipze? Was Lipze? Ah, Lipze sind Pilze? Schlechte Pilze, wie meinst du das, Bums? Kannst du das näher erklären? Ich will das alles wissen. Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ach so. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Oh nein. Nein. Na, na. Kopf hoch. Oh, oh. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Oh. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Ja gut, das kann, glaube ich, jeder. Da gibt es einen Plan. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Interessant. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Rittersporn, wo bist du da bloß reingeraten? Hey, Bart. Hast du kurz Zeit? Zeit? Bart keine Zeit haben. Bart Felsen haben. Du Felsen wollen? Nein, danke. Nein, ich will ein Gespräch. Gespräch hat Bart nicht. Ui. Noch ein Versuch. Können wir reden? Sie, die dich mögen? Du reden mit mir. Ist vor dem Raub etwas Merkwürdiges passiert? Merkwürdig? Bart nicht verstehen.
Etwas, das nicht normal war. Etwas Seltsames. Vielleicht hast du was gesehen, gespürt oder gehört. Ja, ja. Ja, ja. Bart hören. Wie... Zisch, zisch. Was für ein Zischen war das? So wie eine Schlange? Nein. Zischen anders. Nicht wie Tier. Gut, wie war es dann? Wie... Felsen. Ein zischender Fels? Das Zischen. Woher kam es denn? Bart hören zischen. In Borta. Was? Da, wo Bart hinmachen. Ach so. Na schön. Reden wir über was anderes. Gut. Bartzeit. Zatsch weg. Bart jetzt nichts bewachen. Warum magst du Siggi so sehr? Siggi gut. Siggi sich kümmern um Bart. Er hat dich eingesperrt, allein, unter der Erde. Ist es nicht langweilig hier? Gibt ja nicht viel zu tun. Wenn Bart nicht viel tun, Bart denken. Viel. Worüber denn, wenn ich fragen darf? Felsen. Felsen? Felsen interessant. Ja. Vielleicht wird er mal ein großer Geoforscher. Geologe. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. 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 Sei nicht so genervt. Der ist süß. Was sollte das jetzt? Warte mal, ich hätte hier eigentlich gerne Licht angemacht. Übrigens sind jetzt wieder ein paar Wochen vergangen. Und diesen Dijkstra Siggi kenne ich nicht aus Witcher 1 oder 2. Ups, okay. Hier kann ich Licht anmachen. Das ist toll. Brauche ich hier nicht wirklich. Achso, ich laufe gerade im Schwein rum. Hier nützt mir das nichts. Hier kann ich raus. Dann mache ich mal hier Licht an. Licht an. Licht. Achso, ich habe nicht A gedrückt. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Man merkt es immer wieder, wenn ich anfange. So, und bei dir mache ich mal eben. Können wir noch ein wenig weiterreden? Nein! Bart reden, ja. Wir haben doch nichts mehr zu reden. Gut. Danke für deine Hilfe. Mach's gut. Ja. Auch wenn ich sehr gerne mit ihm rede. Warte, lass das. Aus, Bart. Okay. Ich muss doch das nehmen. Das musste ich übrigens... Nee, hier nicht. Hier? Wieso? Wieso sehe ich gerade nicht? Das wollte ich nämlich sehen. Wieso habe ich nicht gesehen, was ich hier für Tränke habe? Ich habe gedacht, Hexertränke wären widerlich. Ah ja. Gut, dann ist ja nicht schlimm, dass ich jetzt noch eine Katze nebenbei eingenommen habe. Die wird eh nicht lange. Kann ich hier durch? Abgeschlossen. Wird eh nicht lange wirken. Ich will mir das andere auch angucken, Mann. Wie lange Geld ist das Gegengift? Denn hier wird es anscheinend sein. Die Popssporen. Die
DNA-Spuren. Ach Mann, das ist A. Hier unten ist A. Warum neige ich jetzt wieder dazu, alles einzusammeln? Was? Oh, ja, ja. Ja? Ich sehe den nicht mal. So. Hauptsporn gegen Gift geht noch. Ah, da auch. Okay. Da muss ich ja eigentlich nicht hin, ne? Ich möchte das gerne untersuchen. Das untersuchen. Urgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an dem Gitterstäben ist Mörtel. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wand gerissen. Mhm. Nein. Warte. Ich würde trotzdem halt auch noch gern was essen. Die mache ich dann halt mal hier rein. Gerade. Und dann so. Und so. Und wieder so. Okay. Gut, naja, es sieht ja so aus, als ob es hier weitergeht, wa? Untersuche den Schauplatz des Einbruchs. Halt, da ist was. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Hm. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Mhm. Keine Spuren von Magie. Es war kein Zauber, sondern eine Bombe. Aber warum finde ich dann keine Teile? Vielleicht wurden sie weggeschwemmt. Ach so. Gehe den Riss nach. Gehe durch den Riss. Der Strömung folgen. Aber hier zwischendurch haben wir auch was. Hier liegen Rohrstücke. Muss ein mächtiger Knall gewesen sein. So, ich ändere das gleich mal, was ich hier ändern sollte. Einmal das. Da sollte ich lieber diese hier nehmen, damit ich die kleinen Mutter... Ey, rüber da! Dass ich die kleinen Muttergene zu einem großen dann irgendwann machen kann. So, bitte wieder rüber, hier. So, das hier, so. Genau. Und dann, Moment. Axi hatte ich doch irgendwo, glaube ich, schon. Täuschung. Und zwar das hier, Art. Oder? Nee, Igni. Ah ja. Gut, ich nehme mal das hierher. So. Hm. Könnte ich ja schon mal machen, ne? Oh, aber nicht so, sondern... So. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Mein Gegengift wirkt noch. Da muss ich jetzt echt immer ein Auge drauf haben. Feines Gitter. Da passt nicht viel durch. Mhm. Feines Gitter. Okay, da passt nicht viel durch. Bei jedem Rohr. Und was haben wir hier? Monsterknochen. Aha. Ich will halt nur nichts übersehen. Also verzeiht mir, wenn ich mir da Zeit lasse. Okay.
Da ist was. Da ist was, was ich nicht sehe. Es will nicht rauskommen. Ist nicht schlimm. Ich glaube, ich nehme noch mal eine Katze. Ich muss wieder reinkommen hier. Ich spiele zwischendurch ja auch andere Spiele und dann sind die Tasten etwas anders vergeben. Hallo? Lass dich bitte looten. Nein, der möchte nicht, oder? Ach so, der hat seinen Körper woanders verloren. Darf ich jetzt bitte? Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Muss zu Rittersporn gehört haben. Aha. Überall Erbrochenes. Hatte wohl auch das Gegengift. Aber konnte es ebenso wenig drin behalten wie der andere Typ. Du redest so, als ob du auch gleich kotzen würdest. Ist hier noch irgendwo was? Ah, hier. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Ich muss gleich das Gegengift einnehmen. Nebenbei auch kämpfen. Na toll. Ich komme näher. Warte mal. Wartet mal. Wartet. Ah! Wartet! Nein! Nein, warte mal. Ich bin noch gar nicht bereit hier. Ich kann hier ja gar nicht richtig ausweichen. Nein, Leute. So. Oh, warte, hier. Meine. Dass das da oben abläuft, das ist nur, dass das Gift nachlässt, oder? Glaube ich doch, hoffe ich doch. So, jetzt muss ich aber hier wieder looten. Ich kann nicht anders. Trunkenen hören. War, glaube ich, auch gut für Katze. Ah, nee, Wasseressenz war das. Ach. So. Mann, ihr habt mich voll rausgebracht hier. Hier gibt's nichts zu untersuchen. Nein, nein, gar nicht. Halt! Hier. Der Boden eines Behälters, wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil, ganz sicher. Riecht nach Wövermüll und Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Ich muss mit Dijkstra reden. Okay, hier gibt's wirklich nicht mehr. Da geht's. Hier endet die Spur. Rittersporn muss den Schatz auf ein Boot geladen haben. Ja? Na gut, kehre zum Badehaus zurück. Dann haben ja zwei Gegengifte gereicht. Das ist ja schon mal gut. Wo geht's denn hier? Hä? Ich kann nicht springen. Ist es immer noch so? Doch, ich kann nicht. Ich kann springen. Meine Güte, habe ich das schon lange nicht mehr gespielt. Was haben wir denn hier?
Naja, gut. Gut, okay. Nicht länger aufhalten. Wir gehen wieder zurück. Oh. Das war eventuell nicht ganz so schlau, aber wir haben ja gegessen. Also alles gut. So, und hier lang. Okay. Wollen wir vielleicht nochmal mit Bart reden? Hat er jetzt was Neues? Können wir noch ein wenig weiter reden? Bart reden, ja. Nein, schade. Gut, danke für deine Hilfe. Mach's gut. Ja, gut, gut, gut. Was rennst denn du immer so auf mich zu? Na gut. Und dann raus hier. So, Dijkstra. Wollen wir das hier nicht zumachen? Geht's da auch noch irgendwo hin? Schön. Alle weg. Zatsch weg. Die anderen auch. Da sitzt der Happen. Happen, der Eunuch. Hallo, Happen. Den können wir gar nicht ansprechen, ha? Der schläft gerade. Gibt's nicht. So. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden?